Hallo und herzlich willkommen mal zum nächsten Snapshot-Update-Video. Und zwar wurde mit dem Snapshot 14W32B auch noch der neue Command-Slash-Entity-Data eingeführt. Es gab ja bereits den Command-Slash-Block-Data. Mit diesem Command konnte man dafür sorgen, dass die NBT-Daten von Blöcken bearbeitet wurden. Ich kann also zum Beispiel dafür sorgen, dass in diese Kiste hier diverse Items reingelegt werden. Das machen wir mit diesem Command-Block hier. Der sorgt dafür, dass der Block an den entsprechenden Koordinaten hier sozusagen bearbeitet wird. In dem Fall wird jetzt hier in die Kiste auf den Slot 11 Stein von einer Anzahl her 1 reingelegt, müssen wir mal kurz machen, wird hier einen Stein reingelegt, wir können das ganz oft wiederholen, einfach reingelegt und dann haben wir hier sozusagen Steine mit drin. Wir können aber auch dafür sorgen, dass nicht ein Block mehr davon betroffen wird, sondern ein Entity, und zwar müssen wir dafür einfach nur das Blockdata hier raufnehmen, einmal kurz hier aus Blockdata einfach nur mal Entity Data machen und das Ganze führen wir natürlich dann für alle Entities aus. Und wenn wir das jetzt hier machen, wird nicht mehr diese Kiste hier befüllt, sondern diese Minecart-Chest hier ist bisher noch leer, aber wenn wir jetzt hier drauf drücken, müsste jetzt diese Chest hier befüllt worden sein mit einem Stein. Das ist sozusagen der Grundschritt dahinter und das kann man mit diversen weiteren Tags machen. Wir können zum Beispiel einfach mal Kühe spawnen, aber hier sozusagen ein paar Kühe hinlegen, und was wir mit diesen machen können, ist zum Beispiel sie mit diesem Command-Block zu bearbeiten. Der sorgt dafür, dass mit dem /EntityData-Command alle Entities im Radius von 30 den Namen Kolimole bekommen, und mit dem weiteren NBT-Tag CustomNameVisible sorgen wir dafür, dass der Name auch sichtbar wird. Und wenn wir jetzt hier auf den Knopf drauf drücken, werden jetzt alle Entities mit dem Namen Kolimole benannt. Mal gucken, jetzt haben hier alle Kühe den Namen Kolimole, und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt hier noch mal kurz einfach Items hinschmeiße, bitte nicht aufsammeln, Hugo, und jetzt hier nochmal den Knopf drücke, haben jetzt auch die Items den Namen Kolimole bekommen. Alle Entities haben jetzt hier also, wie gesagt, mit dem Command das bekommen. Wir können auch dafür sorgen, zum Beispiel, dass die ganzen Mobs, die wir spawnen, dafür mache ich jetzt einfach mal hier /TimeSetNight, dass die eine spezielle Rüstung bekommen. Wir spawnen einfach mal ganz viele Skelette, die können ja bekanntlichermaßen Rüstung annehmen, und man kann in den MBT-Daten auch die Ausrüstung von den jeweiligen Mobs bestimmen. Und wenn ich jetzt hier den Command betätige, der sorgt dafür, dass hier sozusagen diverse Equipments vergeben werden, werden jetzt alle Skelette hier meinen Skin oder nachstellen. Haben wir zum Beispiel hier einen Spielerkopf von mir bekommen, Rüstung und alles mögliche und so weiter und so fort. Der Command ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und was wir auch machen können, wie gesagt, es gibt auch extrem viele weitere Möglichkeiten, ist, wenn wir Slimes spawnen, einfach mal kurz hier alle hingesetzt, die Slimes in verschiedene Varianten, dass wir die Größe sozusagen synchronisieren können, dass wir alle Slimes auf dieselbe Größe bringen. Das kann man mit dem NBT-Tag Size machen, haben wir zumindest vorbereitet. Ich kann zum Beispiel mal hier das Ding rauskopieren. Wenn ich jetzt diesen Command in der Chatzeile ausführe, bekommen jetzt alle Slimes die Größe 1. Haben jetzt gemacht hier, alle Slimes haben die Größe 1. Können auch ein bisschen übertreiben, wenn wir einfach mal zum Beispiel hier die Größe 4 machen, haben wir alle Slimes die Größe 4. Und wenn man das noch ein bisschen mehr übertreibt und einfach mal hier zum Beispiel die Größe 20 einträgt, haben wir jetzt hier extreme Riesenslimes gespawnt. Alles möglich mit dem /Entity-Command. Links kommt ihr jetzt zu einem Tutorial von Shawkai, der euch da zeigt, wie man den Handel von NPC-Dorfbewohnern individuell bearbeiten kann. Oder kommt rechts zu einem Tutorial von mir, in dem ich euch zeige, wie man auf Twitch livestreamen kann und sogar kostenlos Let's Plays in Full HD mit Facecam und Greenscreen aufnehmen kann. Alle Links sind wie immer auch in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.